So, liebe Leute, willkommen zurück. Seit einem Monat hantieren wir schon mit unseren Wechseln umher, aber es war so abzusehen, dass wir da wieder nicht vorwärts kommen mit den Lieblingstransfers, die wir ganz gerne haben möchten. Aber wir werden da einen Weg finden. Skeletrin verlässt uns, das haben wir letztes Mal festgelegt. Es ist schade, dass es so lange dauert. Gerade mit Troué, den hätte ich ganz gerne jetzt mal über die Bühne gebracht. Aber warum kommt dann nichts mehr Neues? Okay, Conte ist bei uns angekommen. Naja, zumindest mal einer, den wir dazu gewonnen haben, ne? Spielergespräche. Herzlich willkommen. Das ist schön, dass er da ist. Das hilft uns. Kriegt die Nummer 47. Ja, akzeptieren. Natürlich eine Pressekonferenz bei dem Preis. Sag mal, habe ich es irgendwo verpasst? Es wäre so schade, wenn das jetzt wieder nicht klappen würde, sage ich ganz ehrlich, weil... Nee, nicht Kartenverkauf, Finanzstatus auch nicht. Und zwar Transfers, Transfermarkt, Verhandlungsstatus. Der Ding ist raus. Wo ist der Troué? Oh, habe ich das wieder versäumt, Leute? Haben wir das wieder versäumt wegen ein paar Millionen? Oh Mann. Warum? Warum? Scheiße. Wann war das denn wieder? Wann habe ich das wieder versäumt? Ich habe wieder überlesen irgendwo, ne? Irgendwo ist es gescheitert. Aber ich habe es nicht gesehen. Michalski, ich sehe hier nichts. Zu viel Transfer hin und her. Hickhack. Feste Ablöse. Ach, wir haben ja Montero eine feste Ablöse von 5,5 Millionen. Ja, jetzt fliegt uns das wieder um die Ohren. Vielleicht kommen wir nochmal an Troué ran. Was meint ihr? Ruhig bleiben. Nochmal kurz warten. Dann nochmal probieren. Vereinsrekord. 4,1 Millionen. Ja, ist auch nicht so viel. Für den Spielertypen ist schon in Ordnung. Das ist aber nicht der große. Robby Rotten. Nee. Das ist unser Garant für den U23-Erfolg. Ablehnen. Spielervorstellung, alles klar. Scheiße. Wir bleiben dran. Ich gebe noch nicht auf. Wo ist Schal, der ist noch verletzt? Ach. Irgendwo, ja, ihr habt es bestimmt schon wieder gesehen. Ich bloß wieder nicht. Sociedad oder, ja, uns verletzt noch Montero, verletzt uns auch noch. So, jetzt, ja, du kannst... 8 Millionen Euro, ey. 8 Millionen Tacken, Leute. Ist der Wahnsinn. 5,5. Also, müssen wir mal so sehen. Wir brauchen den. Wir brauchen den Terence. Was willst du machen? 8,5 Millionen. Ich muss ja was tun. Ich muss ja einen kaufen. Ich glaube gar nicht, wie ich hier sitze. Mir geht schon wieder alle durch den Kopf hier. Ich war so drauf und dran. Das ging so gut los. So, jetzt. Der ist echt gut, ne? Der ist echt gut. Abgeben. Die wollen ihn abgeben. Marktwert 5,8. Jo. Angenommen. 5 Millionen. Das ist gut. Das ist mal gut. Den holen wir uns. Den Sulimani. Koulibaly. Sieht ein bisschen sauer aus, aber vielleicht ist das genau der richtige Typ, den wir brauchen. Vielleicht ist es genau der richtige. St. Patrick's Athletic. Vielleicht ist es genau der, den wir brauchen. So, Sofortberechnung machen wir hier fix fertig. So, Siegespflicht, komm. Ballert da mal schnell runter, die Geschichte. Aktuell muss auch noch ein bisschen spielen. Josipovic gibt Gas, Molly gibt Gas. Sehr schön. Fink ist gut, leidig, ja. Den Ding haben wir ja auch schon da, den hätte ich auch schon mit reinnehmen können, ne? Den neuen Kollegen.
den wir gerade geholt haben. De Conte, Innenverteidiger. Ja, wir haben auch noch Rüdiger. Also verrückt machen. Also 8 Millionen für den Terrence ist vielleicht auch ein bisschen viel, ne? Wenn wir auch noch, wir haben ja auch noch die Dinge, hab ich ganz vergessen. Wir haben ja noch den Rüdiger. Und so schlecht ist der auch nicht. Ja, sind alle jetzt nicht die Weltklasse-Spieler. Ich weiß schon, ist schon nicht schwer, also schon nicht einfach. Dosson und Boré, die geben Gas, guck mal. Gut, da war der Gegner aber auch fertig, ne? Mannschaftsstärke vom Gegner sieht man jetzt hier nicht, ne? Ist auch nicht so wichtig. Wie gesagt, das sind Testspiele. So, ein schönes 8-0, das können wir gebrauchen. Heidenheim steht an. Oh, die werden sich nie einig hier mit dem Montero. Scheiße, den Elton, ey, den haben wir so hochgezogen. Wieder verlässt uns was. Aber das gehört dazu. Das ist halt unsere Pläne gewesen. Aber jetzt wollen wir so ein bisschen langsam. Jetzt müssen wir so langsam weg. Die nächsten Transfers, die hier reingehen. So, verhandeln. Jetzt wird gar nicht diskutiert. Er sagt, das ist sehr fair. Ich gehe mal auf fair. 2,2 Millionen. Du kriegst einen dicken 4-Jahres-Vertrag von mir. Du wirst in der Regel spielen. Mittelfristig wirst du Stammspieler. 2, neue Dimensionen jetzt in Kiel. Auflaufprämie ist in Ordnung. Torprämie natürlich. Zweieinhalb. Tore sind viel wert, ne? Das würde ich ganz gerne ein bisschen nach unten schrauben hier. Okay. Abstieg ablösefrei. Kein internationaler Wettbewerb. 50%. Option für Verein. Option für Spieler. So, da haben wir alles drin, ne? Feste Ablöse, das ist immer gut, ne? Genau 10. Was hat er gekostet uns? 5. Genau das Doppelte. Machen wir 9 draus. So. So. Können wir sogar noch ein bisschen sparen, so wie es aussieht. 1,9 Millionen will er bloß. Machen wir 1,8. 1,9. 1,8. So wie die anderen, ne? So. Komm schon, Koulibaly. Ran an die Buletten. Da haben wir dann einen vielleicht. Alles klar, 5 Millionen Wechsel. Das ist schon viel Geld, das finde ich auch in Ordnung. Alles andere ist mir auch echt ein bisschen zu fett, wenn ich ehrlich bin. Noch. Ich will immer so sparen. Ich bin so sparsam. Ich bin sparsam. Sparfuchs. So, die zweite Mannschaft legt los. Die zweite Mannschaft fängt an, oder was? Geht's da los? Oh ja, da geht's los. Oh, da müssen wir wechseln. Da gehen ein paar Jungs runter. Escharak, Aktion. In die Reserve verschieben. Escharak ist klar. Masching müssen wir. Entweder wer bleibt oben? Entweder Tobi. 64, Tobi. Ja, Tobi hat eine 66 jetzt. Alles klar, Masching geht runter. Ist durch. Robbie Rotten geht runter. Klamid geht runter nochmal. Ja. Kulka geht runter. Heinicke, reicht das schon? Ja, reicht noch nicht. Ist ja klar. Köstecke ist ja schon ein bisschen weiter. Aktion in die Reserve verschieben. Conte ist hier für die Show. Ja. Neustädter bleibt mal in der ersten, lassen da rumlaufen. Stellt da keinen. Montebello. Ja, wir haben auch noch Montebello. Wir haben ja. Den Terrence, den Kongolo hole ich nicht für 8 Millionen. Fertig. Machtwort gesprochen. Kongolo hole ich nicht. Ich wollte Troué kriege ich nicht. Hol doch keinen Spieler von Werder Bremen für 8 Millionen. Wahnsinn. Was ist los? Man wird auch bekloppt mit der Zeit, bei den ganzen Millionenbeträgen. Montebello haben wir. Kann ich vielleicht sogar oben lassen. Und Rüdiger haben wir. Auch wenn Montero geht, aber unser stärkster Innenverteidiger geht. Ja. Skeletrin, Kine bleibt oben. So, zweite Mannschaft gucken. Savidor, ich hätte ganz gern Klammi drin. Savidor wollte ich eigentlich verleihen. Zur Laie.
Gehaltsübernahme. Ein Prozent. Brauchen sie nicht übernehmen. Hauptsache, der kriegt Praxis. So. Was hat ein Klamit für eine Stärke? 57. Ja, da können wir den auch drin lassen. Kasjanov, Kluge, Michalski. Offensives Mittelfeld. Dagdelin spielt momentan. Masching ist sauer. Gib im Training alles, Digga. Ja, ein gutes Spiel und dann läuft's wieder, oder? Oder sollen wir sicherheitshalber, was hat der Masching, 61, für das kommende Spiel sicherheitshalber der Kasjanov einsetzen? Oder der Augustin? Ja, eine 50. Du, Akiki John ist ja auch noch unterwegs. Boré, warum ist Boré nicht unten? Oder halten wir Boré oben? 57 ist noch gar nichts. Ist noch gar nichts, 57. Jetzt muss ich gucken, wo sind die Starken? Conte. Da sind die Starken. Den kannst du mal aufstellen. Den musst du schon aufstellen. De Conte. Mit einer 75. So, da haben wir zwei. Da haben wir den Fink und De Conte. Conte ist wie alt? 27, ja, perfekt. Perfekt, da können wir den Fink gemütlich aufbauen jetzt. Hinten dran. Regelmäßiger Wechsel. Rotation. Ansonsten Marienberg. Linkes Mittelfeld. Tobi hat eine 66. Er bleibt oben. Ja, in Ordnung. Noch ein bisschen dünn. Ich hätte ganz gerne noch was. Rechtsverteidiger Fiegel 62. Leidig 65. Schal ist bald wieder fit. Und dann läuft das auch. So. Abchecken. So, dann angenommen. So, Vertragsverhandlungen. Skeletrin gescheitert. Der bleibt bei uns anscheinend. Scouting abgeschlossen, hat sich auf 10 erhöht. Jetzt wissen wir genau, was er kann. Sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Wird interessant mit dem Jungen. Schauen wir mal, wie wir den eingebunden bekommen. Scout, Cats, Gurik und Jugendspieler Grineisen erreicht Trainingsziel. So, die zweite hat ihr erstes Pflichtspiel. Schauen wir mal, wie sie gespielt haben. Scheiße, 1-1. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Mann, die sollen gewinnen. Saibidor, alles klar. Jo. Den geben wir ab. Tetsch fällt aus. Reserve, Bench, Holstein Kiel 1-1. Tetsch fällt aus. Wadenverletzung, Innenverteidiger. Wer war der Beste? Bester Spieler war Robby erneut. Gib im Training alles. Wir gucken mal kurz. Okay, Montero, wieder mal Hannover. Wieder mal Hannover, ne? Saibidor wird ausgeliehen. Reuter von Berlin umworben, alles klar. Kotzelis drängt sich auf und Schal ist wieder fit. So. Jetzt sind wir unseren nächsten Innenverteidiger los. Schal zurück in die Mannschaft. Jetzt sind wir bei 806. Wo sehen wir die größte Schwäche? Nach wie vor in der Innenverteidigung. Also mit Abstand die größte Schwäche. Wir können noch ein bisschen erweitern, natürlich. Kolb. Will so rum. So rum, Kolb. Hier. Josipovic, ne, 72. Und dann geht's steil bergab mit der Stärke, ne? Schwächer als im letzten Jahr. Ja, natürlich, klar. Wirt, immer noch die Wirt-Geschichte und Winzen-Geschichte. Du kannst 3 Wochen lang Vorbereitung spielen. Wenn die entscheidenden Transfers nicht über die Bühne gingen, liegt es daran, bin ich zu sparsam? Bin ich zu sparsam und sag mir, ich finde einen 10-Millionen-Transfer unrealistisch? Selbst wenn wir Europa spielen, heißt ja noch lange nicht, dass wir, das ist wie bei Mainz. Ich kenn keinen Spieler bei Mainz, der bei Mainz gekauft wurde für 10 Millionen. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. 633. Ich guck mal kurz was in der Statistik nach. Mannschaftsstärken. Wir sind die stärkste Mannschaft. Mit 675. Aber die anderen sind auch nah dran. Nah dran. Wir haben die meisten Spieler. Sollte eigentlich alles machbar sein hier.
Aber wenn ich das sehe, schon hinten, ne? Shan Aydin in der Verteidigung, nur eine 47. 51 Evina, uns fehlt an Format. Das haben wir wieder 5 Millionen eingenommen, mehr für den Innenverteidiger. Trui. Bitte, bitte. Jetzt. Jetzt ist rum. Wie viel haben sie mitgemacht? 7,7 war das, ne? Er hat nur eine 68, ist auch nicht stärker, aber ich tippe da einfach drauf, da fehlt die Praxis. Ich will den jetzt haben. 5,5 Millionen haben wir gekriegt. Das heißt, wenn wir jetzt 7,7 anbieten, haben wir eigentlich nur einen Transfer von 2,5 Millionen getätigt für einen Innenverteidiger. So, Kongolo abbrechen. Das Ding ist raus mit Kongolo. 8 Millionen bezahle ich nicht für den. Ruhmeshalle, yo, Montero nehme ich in die Ruhmeshalle, hat große Dienste erwiesen und wieder Hannover. Bald ist, jetzt muss der Trouet-Transfer muss jetzt schnellstmöglich über die Bühne gezogen werden. Er kriegt die 11 von mir. Natürlich eine Pressekonferenz bei dem. So, Koulibaly ist am Start. Terence Kongolo akzeptiert, Trainingsziel erreicht. Dosson ist verletzt, Muskelriss im Oberschenkel, 9 Wochen fällt er aus. So, dann ist der nächste weg. Jetzt geht's los, ne? Dosson, offensives Mittelfeld. Ersatz wäre Köstecke gerade. Mit einer 60. Ich habe ja gesagt, Smolly, ne? Wenn man sich überlegt, wie schnell die ausfallen. 58, 54, 62. Dactylin. Welcome. Und den in die Reserve. Der Köstecke. Der ist frisch im Kader, der ist ja ganz frisch. So, da haben wir ihn. Koulibaly. Der nächste Stürmer. Für Fiegel natürlich. Koulibaly. 76. Herzlich willkommen. Ist hängende Spitze. So, wo haben wir jetzt die 5 Millionen ausgegeben für Koulibaly, ne? Günstig, oder? Das war doch ein guter Transfer. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen, wo wir ihn reinsetzen. Ich habe kein Testspiel mehr. Hängende Spitze, beste und Normalstürmer hat er eine 73. Das geht auch. Geht auch, kann man auch mal reinsetzen. Bin ich mal gespannt. Der kann alles. Der kann alles. Am Ball mit und ohne. Fernschusskraft, Fernschüsse, Volleys. Flanken. Immer mal nur wichtige Sachen. Da sind Flanken dabei. Beweglichkeit. Die Flanken nehme ich mal raus. Antritt. 25. Koulibaly. Bin mal gespannt, ob der was reißt oder ob das so eine Nulpe ist. Ganz frisch reingekommen, 5 Millionen. Mehr ein, ja, pragmatischer Transfer, um ein bisschen Klasse reinzukriegen. Wir können jetzt, wenn wir Kolb dafür reinnehmen, ja, ist jetzt nur mal testweise, sind wir bei 811, ja. Nach wie vor, ihr wisst, Baustelle Nummer 1 ist hinten. Ich bin in der Hoffnung, dass wir das mit Trouet ergänzt bekommen. So, drum, komm, Trouet. 5 Millionen, Koulibaly. Soleimani, Koulibaly. Kind Zombie auf Transferliste gesetzt. Stadion in 3 Tagen fertig. Fanartikel verkauft. Produktion können wir noch erhöhen. Wir können alles hier durchbauen, was da so ansteht. Boah, Leute, es geht auf die heiße Phase zu. Kind Zombie ist Linksverteidiger. Nö, haben wir uns angeguckt, ja, den wollten wir haben, aber. Hat ja auch nicht geklappt. Jetzt haben wir Linksverteidiger. Können wir uns sparen. Das können wir uns sparen. Jetzt warte ich mal auf die Trouet-Geschichte. Die soll jetzt über die Bühne gehen. Ansonsten raste ich hier aus, bevor wir wieder noch eine Woche länger brauchen. Stadionausbau ist fertig. Sehr schön. Pokalauslosung Europa Liga. So.
8 Millionen, 8,2 Millionen. Abfahrt jetzt. Dann gibt es noch Pressekonferenz. Playoff müssen wir uns noch angucken, wo wir da landen. Bürogebäude müssen wir ausbauen. Erstmal Scouting-Büro-Level. Jetzt wird ausgebaut hier alles. So. Wie sieht's denn aus von der Qualität her? So lala, ne? Ich bin gespannt. Das nächste Spiel steht an. Einen Punkt haben wir erst. Pokalauslosung. Wen spielen wir? Luzern. Gegen Luzern. Die Schweizer. Mannschaftsstärke 757. Ein bisschen schwächer als wir. Trainingsziele erreicht. Vincent Boré, fällt an schwachem Fuß. Nur der 56, ey. Abgegeben. Troué, kommt schon. Den will ich jetzt haben. Wir kennen ihn ja, wir wissen ja seine Qualitäten. Er hat nur keine Einsatzzeiten gehabt zuletzt. Das ist das Selbstvertrauen. Schaut mal, der hat eine Grundstärke von 73. Jetzt schon. Oder 71. Fähigkeiten 73. Den kriegen wir locker auf eine 75. Der wird unser Abwehrchef für die nächsten 10 Jahre. Der ist 20. Das ist ein super Ersatz für Montero. Und wir haben gar keinen, wir müssen ihn nicht integrieren, weil der gehört ja schon zum Kader. Der ist ja gar nicht so lange weg. Spiel in zweite Mannschaft starten. Auf geht's. Kommt schon, Jungs. Scheiße, jetzt verlieren wir das noch. Jetzt geht's. Oh, es geht alles in Bach hinunter. Ich werd wahnsinnig. Was sollen wir. Oh, die Vorbereitung der zweiten Mannschaft war auch nicht so pralle. Ihr seht das, ne? Vielleicht hat das Hin- und Herschieben gar nichts gebracht. 3:0 verlieren wir. Bester war noch der Erkan. Was hat denn Lübeck bitte für Spieler? Gucken wir gleich mal rein. Wir gucken uns das gleich mal an. Okay, Kine, standesgemäße Vorstellung. Auf Transfer. Ihr Mannschaftsführer findet großen Anklang. Sehr schön. Hilft mir gar nichts. Wie hell ich bin. Ja, die sind nicht fit. Die sind momentan echt nicht fit. Da sitzen wir. Timo Henn. Ach, die haben 70er Spieler drin. Scheiße. Ah, ruhig bleiben. Ruhig. Die Saison ist lang in der zweiten. In der U23. Aber was jetzt die Alternative? Was soll man machen, ne? Für die zweite Mannschaft? Wo soll ich Leute hernehmen? Soll ich Spieler einkaufen für die U23? Ich war der Meinung, wenn wir die Top-Talente, die wir haben, wenn wir die hier laufen lassen, dass die da Gas geben. War eigentlich die Idee dahinter, ne? Neustädter ist jetzt der Lord da hinten. Wir machen mal hier, wir müssen das mal alles organisieren, glaube ich. Guck mal, das ist nicht organisiert, deswegen kann da auch nichts funktionieren. Und links auch bitte, Jupp. Ecken auch bitte. Robby Rotten macht das da, okay. Okay. So. Neustädter spielt mit. Boré ist jetzt Rechtsverteidiger. Warum? Wen haben wir denn? Wer fehlt denn uns da? Wer ist denn da in der ersten Mannschaft? Skeletrin. Aktion in die Reserve verschieben. So, die ganzen 60er runter. Fiegel. Aktion in die Reserve verschieben. Kine. 22. Montebello. Das kann doch auch nicht die Lösung sein, ne? Mit Montebello. Gut, einen Jugendspieler brauchen wir schon oben. Das ist ja auch. Also ganz ohne geht es ja nun auch nicht. Dagdelen haben wir jetzt drin, in Ordnung. Liegt aber auch mehr an der Verletzung von Dosson. Da können wir auch den Leidig reinnehmen. Dann kann ich den Dagdelen unten lassen. Er ist ja nur verletzt. So. Und dann sieht man auch, wie dünn unser Kader ist. Das sieht man jetzt eindeutig. Wir haben 3 Innenverteidiger. Da brauchen wir jetzt den Troué noch. Wir haben 2 Linksverteidiger, wir haben Rechtsverteidiger 2 in Ordnung, die Defensive ist klar. Zentrales Mittelfeld fehlt uns ein Kacelis-Ersatz. Den könnten wir uns, da gucken wir mal aus der zweiten, Moment. Können wir hier nicht wie die erste machen? So. Alles klar. Jetzt gucken wir mal. Neustädter, Kulka, Heidmann, Dagdelen. Ja, wir haben keinen. Wir kommen ja nicht rum. Die Wunschtransfers, die ich gerne hätte, von den Typen her, die haben wir ja jetzt nicht gekriegt. Das haben wir jetzt gesehen. Die kriegen wir jetzt nicht.
Wie stark sind wir denn eigentlich in der zweiten? Jetzt müssen wir doch schon bald 700 schaffen, ey. 640, ja. Dann ging irgendwie gar nichts vorwärts, was die Vorbereitung angeht. Hat denen gar nicht mehr großartig geholfen, den Jungs, ne? Spieler ohne Ende, ihr seht das. Da hätte der eine oder andere sogar noch mal ein Jahr weiterspielen können. Wir lassen es aber laufen. Die Form ist natürlich auch beschissen hier unten. Wir gucken mal, wo können wir dann ansetzen? Özcarak, wir müssen ein bisschen Gespräche hier führen, dann jede Woche. Wir werden die Jungs fit quatschen. Das läuft nicht anders. Wir müssen die fit quatschen. Klamit. Gib im Training alles. Nein, nur Evina. Die brauchen schon den Montebello unten, ne? Ohne den Montebello gehen die da echt am Krückstock. Und da sieht man eigentlich das Problem, dass der Kader immer noch zu dünn ist. Immer noch. Stürmer haben wir jetzt zwei. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also noch ist er nicht alles an die Wand gefahren. Ist noch Zeit. Aber dann glaube ich, dann muss ich einfach investieren. Nicht installieren, sondern investieren. Nimm es einfach, wie gesagt, Troué. Locker 10 Millionen. Und Kacetis Ersatz. Kacetis gerade, ne? Rechtes Mittelfeld. Tobi haben wir auf dem linken Mittelfeld. Das ist in Ordnung. Kine ist fast eigentlich eine Nullnummer. Weiß ich noch gar nicht, wie wir den einsetzen können. Aber wir schauen mal. Es hat nicht eingespielt. Grundstärke 58, zu wenig, klar. Dass man vielleicht mit einem Sechser spielt oder. Wir gucken. Wir gucken. Wir gucken ja gar nicht. In dem Sinne müssen wir ja. Wir müssen ja bloß Qualität einkaufen. Koray Günther, Innenverteidigung. So ganz günstig, 26. Sieht gut aus, ne? Ballkontrolle, Torriecher, Innenverteidiger, kurzer Pass, Kopfballpräzision. Dafür haben wir die defensiven Werte sind so lala. Poco, was kann denn Poco? Von Granada. Distanzschütze, defensives Mittelfeld. Nee, das gefällt mir nicht. Da kommen die rein. 22, zentrales Mittelfeld, der Busch. Angeblich eine 70. Wer ist denn das hier von Celina? Der Österreicher. 25. Bütiki, haben wir schon gesehen, ne? Haben wir nicht was noch in unserem Blickfeld? Mancini sprengt alles, ne? Brecht von Leipzig. Was kann der mit einer 59? Troué ist klar, da sind wir dran. Das Gebot ist fett, was wir abgeben. Das reicht auch. Troué kommt und dann rockt er alles weg. De Köfler wäre noch eine Idee. Was haltet ihr davon? De Köfler. Vielleicht. Finde ich sehr gut, De Köfler. Moment, ich gehe mal ganz kurz. Moment, 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 sagt er. Ich guck mal, ob ich kriege ich Deutschland nicht genau. Ein Weltmeister. Michael Meiser, Käfer. Guck mal hier, so ein bisschen Eismann, ne? Den geben sie gar nicht raus. Aber gut, der Stürmer haben wir jetzt geholt. Das ist jetzt Blödsinn. Berlin. Kauau Berlin, Kämpfer. 28 Millionen. Max Meyer 23, Gnabry 15, 12, Tobias Rick Stürmer. Ginter ist 26, 18 Millionen bei Dortmund. Unmöglich, kann man nicht bezahlen. Können wir nicht bezahlen. Kolasinac können wir nicht bezahlen. Würde ich gerne, kann ich aber nicht. Würde ich gerne. Irgendwie auch mal ins Blickfeld. Wieder ein Schalke rangeholt, ne? Las Hogga, zu hart. Götze, zu hart. Ter Stegen. Leno. Koch. Koch. 10 Millionen, auch bei Dortmund. Hat er gespielt?
Er hat schon 157 Spiele gemacht. Den können wir ja nicht ablösen von Dortmund. Die gehen ja nicht raus. Und vor allem 4,2 Millionen. Das Doppelte, was bei uns der Beste verdient. Kroos, Boateng, Max Kruse. Wäre machbar finanziell, aber gehen wir auch nicht raus. Und Bönke. Okay, das ist die erste Mannschaft. U21. Spengler. Links außen Zeitz. Moment. Nach Stärke. Hier. Frotzic, Ballgewinner Mittelfeld. Nico Frotzic, Ballgewinner Mittelfeld. Komm schon, den Humor uns, oder? Hat bereits gewechselt. Shit. Hängende Spitze. Innenverteidigung, rechtes Mittelfeld. Hölzel, Florian Hölzel. 20 Vertrag, noch 20 Spiele. Zusatzablöse fällig wird. Ferrati, den packe ich mir auf jeden Fall mal. Wo waren der andere? Hier. Den packe ich mir mal auf die, aufs Blickfeld. Haben schon Bergi, wir finden was. Ferrati, defensives Mittelfeld, Sporting Lissabon, 3,6 Millionen. Deutscher Nationalspieler in der U21. Dribbler in der Defensive, Flanke. Ich brauche aber was, ich brauche was Präsenz ausstrahlt. 1,80 bloß groß. Ist mir zu wenig. Und mehr Fokus auf ein rechtes Mittelfeld. Sauer. Linkes Mittelfeld, Borghammer. Zentrales Mittelfeld, Jakim. 1,9 Millionen, Alemannia Aachen, 20 Jahre alt. Noch 2 Wochen verletzt. Spielmacher, Charakter, extrovertiert. Noch 19 Spiele, recht unerfahren. Angeblich eine 70, ist jetzt auch nicht so stark. Und jetzt bauen sie ab. Und Troué ist da, genau, Troué ist da. Zeitz. Dennis Zeitz. Chivo Verona, 13 Millionen Marktwert, scheiße. Der ist klasse. Der ist klasse. Den halte ich mir mal in Obacht. Kostadinovic, Torwart, Ferreira, Mützel, okay. Okay, okay. Wie sieht denn das, Moment, wie sieht's denn? Ich habe immer gute Erfahrungen gemacht mit den Holländern. Habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Allgemein, Nationalmannschaft. Warte mal her. Guckst ein bisschen nach Alter. Ah, scheiße. Schalke haben sich den geholt, ne? Kevin van de Kelder. 9 Millionen. Defensives Mittelfeld. Kämpfer. Schwache Nerven. Karim. Jetzt werden sie älter, ne? Hinten raus. Der Jethro Williams. 17 Millionen. Brent Martins. Hält die Linie links. Brauche ich nicht. Hängende Spitze. Innenverteidiger. Kongolo. Ja. Adam Aher ist bei Chelsea mittlerweile für 17,5 Millionen. Kastagain, den kennt man auch. Kastainos, Stefan de Vrij, 28, Innenverteidiger, Heldenstatus. FC Barcelona. Navarone vor, der ist bei... Ob sie den rausgeben? Halte ich mal ins Blickfeld. Komm schon, Bakuna, offensives Mittelfeld, wäre geil. FC Groningen. 28 ist mir zu alt. Sorry. Guvelu, 29 mir zu alt. 30 mir zu alt. 23. Den haben sie sich geholt, Kevin van Eyck, ne? Gratis Jahr, ne? Am 11.8. gerade vor ein paar Wochen. Hätte doch mal zu lang sollen. Ah, wieder gespart. Der Idiot, ne? Der hat wieder gespart. Tot gespart hat er uns. Kanif Stoll. Aber ich sehe hier die Werte nicht. Zumindest nicht gut genug. Um es einschätzen zu können. Rechts außen Thomas Blumberger. Ajax geht steil. Thomas Blumberger. Den hole ich jetzt. Aber eine 60. 60 ist auch nicht viel, ne? Ich halte ihn mal, ich hole ihn noch nicht. Ich halte ihn mal im Blickfeld. Und mach mal die Augen auf, wenn es losgeht. Wie sieht's denn da aus in der Stärke her? Hulst. Ich guck mal kurz, was ich bekomme, allgemein, was ich bekomme an Jugendspielern. Die ganz starken kriegen wir ja anscheinend nicht. Aber zumindest welche, die so ein bisschen mit Aussicht auf Erfolg sind. 21. Ihr seht, ne, hier die mega starken kriegen wir nicht. Ich will ein bisschen Talent einkaufen. Mal gucken, ob wir was kriegen. 15 bis maximal 21. Das ist alles. Tim Cruz, linker Verteidiger, der hat schon eine 70 angeblich. Aschan
Dankov, Rechtsverteidiger brauche ich nicht. Fabian Bruns, Innenverteidiger. Benfica, Lissabon, was ist denn das? Bruns. Ach, Deutsch. Das hat mich eben verguckt. Ist nicht in der U21. Wird eingekauft. Schwache Nerven zwar, aber dafür Positionsgebundenheit und Diva. Der Verein Benfica Lissabon will ihn halten. Spiele 3 Millionen für Bruns. Und defensives Mittelfeld Zeitz, Chivo Verona. Das ist 13 Millionen wert. Leihangebot. Die wollen ihn nicht abgeben, okay. Trouet, Leverkusen, Aspas. Aspas. Paraguay. Deutsch. So. Ich habe satt, das Geld liegen zu lassen. 1,4 Millionen offensives Mittelfeld. Wer weiß, ob wir den noch hinbekommen. 19. Bruns hätten wir dann. Trouet, Innenverteidigung. Aspas. Und jetzt habe ich gesagt, defensives Mittelfeld. Ruhig. Egal wen. Nein, ganz egal ist es nicht, aber es ist das Maximum, was ich hier kriege, ne? Andreas Schülke für 23, Olympiakos Piräus. Was ist denn da los? Deutscher? Aber auch nicht im Team, ne? Oh, kurzer Pass ist gut, Kopfball ist gut. Zweikampf kann Ball halten, Publikumsliebling 1,80, ein bisschen klein. Und der andere 1,81, der Sachs, Marcel Sachs. Ist auch alles, ne? Der kann auch alles. Ich muss noch ein bisschen 70 reinkriegen. Also, es hilft uns ja nichts. Ich kann nicht in die Saison wieder gehen ohne Nachwuchs oder ohne Spielermaterial. Im Moment, habe ich irgendwas falsch eingestellt? 29, guck mal nach 3 Sterne vielleicht. Nur realistische. Na klar, nur realistische. Alles andere macht ja keinen Sinn. Da sind noch welche. Schülke, Kokkelin. Immer dieser Poco hier. Rafael Vieira von Porto. Ich kaufe den Olympiakos-Kollegen. 7,5. Dann dürfte das Geld aber bald leer sein. Dann dürfte das Transferbudget komplett bis zum Anschlag ausgereizt worden sein. Ich will mich aber auch nicht abschlachten lassen dieses Jahr wieder. Jetzt haben wir schon Montero verlängert und das schmerzt. Das schmerzt wirklich, dieser Abgang. Klar, ich habe es ja eingestellt, ist ja schon klar. Aber jetzt will ich es wissen. Trouet, verhandeln. Alter, jetzt. Komm nach Hause, 2,1 Millionen kriegst du. Bist Stammspieler. Besseren Spieler machen. Du wirst irgendwann mein Kapitän, das steht fest. Das haben wir alles soweit klar gehabt hier. Jetzt kriegt er 2,1 Millionen. Zu Null Bonus gibt's oben drauf. Natürlich hat sich das jetzt gewaschen, aber unsere verdienen ja auch nichts. Im Vergleich. Abstieg, ablösefrei, Auslandsangebot weg, kein internationaler Wettbewerb, 50%. Automatische Verlängerung lasse ich weg, Option für den Spieler, das lasse ich raus. Zack. Ich hoffe, es sind 3 Jahre, ich lasse mal die 3 Jahre drin, 2,2 Millionen jetzt, aber jetzt komm nach Hause. Ich hab die Faxen dicke, bitte, komm schon, 2,2 Millionen. Stuttgart interessiert an wen? Nils Zander, brauchen wir nicht. Standesgemäße Vorstellung, sehr schön. Transfermarkt schließt in 2 Wochen. Jetzt bitte Trouet! Nach Hause! Fanclub treffen! Was ist das? Skeletrin erneut, jo! Behalten wir, ich brauche die Spieler. Geht ab, ey. Lasst unsere Spieler jetzt in Ruhe. Wir verlängern mit allen Guten und nix weiter. Jetzt will ich es wissen. Kurz vor Schluss hier. Wer ist das? Aspas, ah. Leute, jetzt eskaliert zum Schluss. Ja, aber das Geld können wir noch einnehmen. Also egal, wie wir spielen dieses Jahr. Aber das, ich habe jetzt echt die Faxen dicke. Auf jeden Fall einige Male spielen. Ich mache aus dir einen Nationalspieler. Das wird nicht schwer mit Paraguay. Bei einem Abstieg will ich, dass eine Kürzung meines Gehalts ausgeschlossen ist. 4 Jahre. Verdienst.
Für die alle bei uns 1 Million. Naja, mach mal, komm, das ist jetzt schon viel. Ja, hat das Gehaltskürzung, genau. Es ist raus. Automatische Verlängerung nach 50 Spielen, Option für Spieler, Abstieg ablösefrei, kein internationaler Wettbewerb, lasse ich raus bei ihm. Er ist ein bisschen jung. Eine Torprämie von 8.000 Euro, alles klar, dann haben wir mal einen Richtwert, dann wissen wir, was da los ist, was da verlangt wird in Zukunft. Okay. Okay, Vorstand macht nicht mit, ist zu viel. 800? Jupp. So, der ist auch raus. Ja! Und mit diesen Worten sage ich erstmal, willkommen zu Hause. Troy, Mann, ey, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So, erstmal eine fette Pause, Leute. Aspas akzeptiert, Sebastian Troy freut sich auf die Zusammenarbeit, ist verärgert. Ballas, ich weiß, Ballas, dass du verärgert bist, aber alte Bekannte, Ziperius und die kennen sich. Ah ja, okay. Ab jetzt unter Vertrag. Rücken Nummer 3, einverstanden, aber selbstverständlich. Pressekonferenz. Könnte man nochmal schon eine Stadionvorstellung machen. Der verlorene Sohn ist zurück. Der verlorene Sohn ist zurück. Natürlich wird er für Ballas eingesetzt. Ballas wird eingesetzt für, Moment, 68 für, wo war denn hier noch Platz? Fink. Hier für Kine. Oh. Troué! Fußballgott! Oh, Jesus Maria! Okay, alles klar. Dann holen wir uns noch den anderen offensiven Mittelfeldspieler ran. Und ja, ich würde, auch wenn jetzt natürlich alle eskalieren und den Conte sehen wollen, ich würde ganz gerne mit Fink starten in die Saison. Verspreche mir einfach von ihm ein bisschen mehr. Wenn ich ehrlich bin, auch auf längere Sicht. Conte ist eine super Kraft. Aber er hat eine 74, alles gut, aber ich denke, unsere junge Innenverteidigung oder unsere junge Verteidigung fühlt sich ganz wohl, wenn sie unter sich bleibt. Und die sich ein bisschen kennen auch noch, ne? Weiß nicht, Charles Trouet, haben die zusammengespielt noch? Ich glaube nicht, ne? Schade, dass Montero weg ist. Er hätte sich über Trouet richtig fett gefreut. So richtig fett. Das macht jetzt Laune. Jetzt gehe ich erstmal raus, mache noch hier den Sponsorvertrag klar. Und dann sehen wir uns. In der nächsten Folge, Leute, Laufzeit senken, Summe erhöhen. Unterschreiben. Wie viel haben wir dann noch übrig? Keine Freien mehr, alles klar, haben wir alles verkauft bekommen, wunderbar. Und jetzt nur noch ein bisschen Material rankriegen. Ein bisschen noch. Linksverteidiger, Innenverteidiger. Und wir haben ja, man darf jetzt nicht unterschätzen, wie viel Material wir wirklich noch im Backup haben in der zweiten Mannschaft. Das ist nicht wenig, ne? Da ist eine ganze Menge noch am Start, dass wir nach oben ziehen können. Aber die müssen auch mal gewinnen. Das ist halt viel wichtiger, ne? Die müssen mal was runterreißen, ey. Die müssen mal was hier auf die Kette kriegen. Sind ja alle sauer wie Hund. Spielergespräche. Gib im Training alles, bitte. Komm schon. Skeletrin für Fiegel. Ja. Skeletrin für Fiegel. Wir gehen mal ein Stückchen weiter bis zum Spieltag. Leider haben wir kein Zweitligaspiel, U23 Spieltag zwischendrin. Aspas, auch unter Vertrag. Rücken Nummer 6, nee, ändern. Die 6, die geben wir jemand anderes. Er kriegt von mir die 27. 1,4. Ja, da reicht die Website. Jupp. Standesgemäß, alles klar. Auch standesgemäß bei Absas. Er würde sehr gerne Nationalspieler werden. Wunderbar, das freut mich natürlich. Erste Mannschaft anschauen. Moment. Da sehen wir gleich, was Tacheles ist. Molly Aspas 66. Sehr gut. Macht direkt Konkurrenz für Dosson. So soll das sein. Ja, leite ich raus. Brauchen wir auch schöne Spielerbilder, muss ich noch zusammenschrauben, Leute. Herzlich willkommen. Das ging jetzt zügig, ne? Das ging jetzt wie bestellt und nicht abgeholt. Da haben wir jetzt mal richtig Gas gegeben. Gleich mal zwei Spieler rangeholt noch. Hat sich ein bisschen was getan in unserem europäischen Kader. Ja, wir müssen auch bereit sein für die Rotation. Das ist immer noch zu wenig, wenn man ehrlich ist. Immer noch zu wenig. Okay, Stürmer sind wir gut bestellt. Das ist in Ordnung. Sturm, ja, aber linkes Mittelfeld fehlt mir halt. Da ist Tobi. Rechtes Mittelfeld fehlt mir auf jeden Fall einer. Der werde ich auch noch einen nach oben holen. Da muss die U23 irgendwie drumherum kommen. Ist mir im Moment den stärksten rechter Mittelfeldspieler.
Ist Elig. Benjamin Elig ist der Beste anscheinend. Wo ist denn der Ding? Wo ist denn der Boré? Ich nehme den Boré nach oben. Da haben wir die größten Wahrscheinlichkeiten, was zu reißen. So, dann haben wir den zweiten Mann für das rechte Mittelfeld, für Brinkmann. Okay. Troje ist noch ein bisschen angeschlagen, deswegen startet mal Ballas heute. Und Troje kommt dann rein. Der soll mittelfristig, Troje soll unser Abwehrchef werden. Ja, wir brauchen noch wieder ein bisschen Zeit, bis er auch dabei ist. Hätte ich ja ganz gerne mitgenommen in dreimal Trainingslager, aber was willst du machen? Wir nicht über die Bühne kriegen. Okay, Brinkmann haben wir, Kazetis, zentrales Mittelfeld haben wir nicht. Das wären nochmal die letzten 5,4 Millionen. 5,4 Millionen sind noch übrig. Oder haben wir noch einen Transfer laufen? Moment. Und dann hätten wir es wirklich geschafft, alles auszugeben. Bruns noch drin. Schülke. Schülke war doch der zentrale defensive Mittelfeldspieler. Genau, das sind die letzten paar Millionen, die wir haben. Die würden dann für Schülke draufgeben. Kann Ball halten, ist junger, frischer Spieler. Mit Bedarf nach oben von Olympiakos Piräus rangeholt aus Griechenland. 1,80. Kopfballpräzision ist toll, kurzer Pass ist super, taktisches Verständnis ist abartig, Ausdauer ebenfalls. Schülke holen wir noch. Bruns, was macht Bruns so in seinen Hobbys? Nix, den müssen wir ablehnen. Bruns geben wir ab, das geht nicht mehr. Lieber Schülke dann. Dann werden wir noch, können wir noch mal Finanzstatus ein bisschen, ja, Budgetänderung. So, dann gehen wir von der Infrastruktur runter. 3 Millionen. Da ein bisschen drauf und da ein bisschen drauf. Dann haben wir 7,4, die sollten reichen für Schülke. Und dann ist der Kader durch. Dann ist das durch hier, die Geschichte. Und dann werden wir mal sehen, wie wir dieses Jahr vorankommen. Weil das geht nicht. Wir können nicht abgeben, abgeben, abgeben und kommt nichts ran. Allein für den Wirt-Transfer hätten wir schon 3 Spieler kriegen müssen. Aber wir haben ja trotzdem immer noch das Wichtigste. Wir haben immer noch den Kern zusammengehalten. Montero tut mir leid. Das tut mir auch schon ein bisschen weh. Das ärgert mich auch, ehrlich gesagt. Alles andere war geplant. Und wir haben ja alle Spieler gehalten sonst. Also wenn man sich die U23 anguckt, da sind ja viele dabei, die letztes Jahr noch in der ersten gespielt haben. Ne? Also Klamit hat seine Einsätze in der ersten schon gehabt. Masching war ausgeliehen. Montebello kommt mittelfristig auch noch oben. Rotten sehe ich oben. Fiegel sehe ich oben. Skeletrin sehe ich oben, wenn der so weitermacht. Sieht sehr stabil aus alles. Also, das wird schon. Leute, an der Stelle Cut off und wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht's weiter. Ciao, ciao.